Die Schreihilfe. So, hallo liebe SWN-Zuschauer, das war also jetzt mein kleiner Film aus dem Wildbike hier in Schweinfurt. Und ich sage, es macht immer wieder Spaß, durch den Wildbike durchzulaufen und Bestandsaufnahme zu machen bei den Tieren, weil manche sind ja schon verschwunden und ja, lassen wir das Thema. Ja, also wie gesagt, wenn ihr mal nicht wisst, ihr wisst, die Schweife, der kennt sich ja eh aus. Und ja, Wildbike Schweinfurt, immer gute Adresse. Und ja, mir macht es immer wieder Spaß, mal durchzulaufen. Zurzeit ist es ja wirklich sehr, sehr ruhig, gell? Deswegen müssen wir mal ein wenig ausnutzen die Zeit und mal ein wenig Schnittprogramme probieren und mal ein bisschen probieren, was man Neues machen kann. Deswegen machen wir auch mal so Filme einfach mal quer durch den Wildbike. Ne? Ich sehe ja, ich bin da wieder irgendwie unscharf. Ne? Ja, wir hoffen mal, dass der August also nicht bald rumgeht, weil das wäre ja blöd, wenn ich jetzt sagte, der August soll bald rumgehen. Aber dass vielleicht diese tote Zeit bald rumgeht. Ne? Man merkt ja genau, die SPD, die bringt ja einen Kandidaten für den Vorsitz nach dem anderen. Ich denke, die wissen auch vor lauter Langeweile, was und nicht, was sie machen sollen. Und Sommerloch, gell, Sommerloch.